zerstört. Ich habe gar nichts gemacht, weißt du, und wird einfach hochgesprengt. Ja. Und dann haben die mich eingesackt und haben gesagt, ja, wir fahren zu dir nach Hause. Nugi! Nein, warum springe ich raus? Drück F! Kannst du mir auch helfen? Hallo? Ja, ich komme. Ey, warum? Vor dem Spiegel, wo der Detektiv immer drin hockt, scheißt du auf den Boden. Am Ende! Nein! Gewinnt! Nugi! Nein! Ja! Ey. Digga, was? Das ist unfassbar, Alter. Weiter geht's mit einem Panto-Troll und der gute Ares ist kurz hier, um nochmal kurz in einem Satz zu sagen, wie er richtig geschrieben wird. Ares, wie wirst du geschrieben? A-R-I-S. Okay, dankeschön und wir sehen uns das nächste Mal wieder, Ares. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder Nugi und Nico am Start. Herzlich willkommen! Astama! Grüß euch! Ja, schön, jetzt wird zwar Ares zu hören. Den ist manipuliert und jetzt geht's weiter. Ja, schade, dass... Panto-Troll, ja. Also ich finde schade, dass... Ja, kein nicht mit dabei ist. Ah, es ist ja schon wieder a Gaudi hier. Es ist ja wieder a wilde Gaudi. Oh. Ist da jemand falsch gefahren? Wer ist denn da falsch gefahren? Nugi? Ich wollte den Öltank, den Gastank explodieren lassen. Übrigens Panto-Troll, ne? Das heißt, Waffen sind erlaubt. Nein. Aber nur, ich würde sagen, erstmal nur... Genau. Nein! Hey! Nein. Hallo! Ey, ihr... Diesen Ficker, Alter. Wow, was? Oh, hallo. Warte. Ja, oh, ey. Ey. Du bist so mies, der Alter. Der Einzige, der nichts getan hat. Die haben nicht mal mein Waffenrad durchgescrollt, ihr miesen Arschlappen. Ey. Ich hab nur einen Benzintanker zerstört. Ich hab gar nichts gemacht, weißt du, und wird einfach hochgesprengt. Ja, Mann, so ein Klacko, ey. Gar nichts gemacht, hab ich gemerkt gerade mit der anderen. Okay, komm, wir verbünden uns, Deko. Ich park hier mein Auto, ist das für euch in Ordnung? Ey, du, hier, Junge, das war mein Friedensangebot, ne, jetzt hast du verloren. Okay, Deko hat's geschafft, aber ich muss dir noch die Reifen zerschießen, Deko. So. Warum? Du schaffst doch easy, mehr mach ich nicht. Aber ja, mein Schatz, ich bin gespannt, was für Polizeistory... Warum? Weg! Was für Polizeistories ihr so raushaut? Digga, ich hab gerade Spargat gemacht, habt ihr's gesehen? Ey, wo ist der Punkt? Gelenkig, ey. Oben. Ah, ja, warte, ich muss kurz runter. Aber ey, lass ihn am Leben, Deko, sonst muss er die ganze Scheiße mal von vorne machen. Hallo, hör auf. Annäherungsbombe. Ups. Ja! Oh. Hey, wie konnte der denn nicht sterben? Er brennt. Ich hab nicht mal... Er wird gleich explodieren. Oh, ich brenne wirklich. Weggelaxt. Ich brenne. Weg. Ja! Oh. Ich hätte es auch geschafft. Okay. Ich möchte nochmal dazu sagen, ich habe noch keine Explosives angewandt, ja? Ich habe auch noch 25 von 30. Easy, ey, ich hätt's geschafft, Alter. Ich steige aus, gib mir dein Auto, du mieser Lappen. Guck mal. Okay, easy Tausch, ne, für die Freundschaft, man kennt ihn. Let's go! Ey. Ja, ey, nein. Ich hab nichts damit zu tun. Ey, ich hoffe, das ist ein Speed an der Stelle. Ey! Da ist kein Speed? Nein, lass meinen Arsch in Ruhe, ey. Ja, ey! Ey, warum fahr ich denn? Marvin, Digga, warum? Shorts? Wieso? Hä? Weil du ausgestiegen bist? Ja, ich bin noch nicht im Punkt, wo ich warte auf Nugi. Ja, ey! Warum schießt du mich? Lol. Ja, weil du mich getötet. Warum? Digga, Hauptsache er tötet mich darüber, dass ich mir schieße. Lol. Schnellchen, danke. Ich versuche, dich auch wegzulachsen. Ah! Hab ich ihn weggelachst? Weiß ich nicht. Was soll's? Oh nein. Was ist das denn? Warte. Nein! Ey, warum, Mann? Digga, jetzt kommt dieser komische Quadratwürfel. Wir müssen die ganze Zeit hin und her. Und es ist doch zum Mäusemelken hier, ey. Nein, ich will nicht. Ey, du lebst? Ja, wie kannst du leben? Lebe ich, Digga. Oh, Nugi! Nein, warum springe ich raus? Drück F! Ich hätte es so easy bekommen. Ah, ich hab's sogar noch bekommen. Geil. Lass mich vorbei! Digga, das ist aber ganz schnell eskaliert hier jetzt gerade wieder, ne? Ey. Lass mich vorbei! Ey! Oh, warum tut ihr mir das an? Ich nehme es auch ab. Weg! Digga, du hast den Bums angefangen, Alter. So, man kommt gleich durch, hä? Ja. Nein! Oh Mann, ey, ich dachte, ich hab gewonnen. Ja, irgendeiner muss ja doch auch noch gleich in den Hof fliegen, also, oder? Den Rammer hast du auch gewonnen. Hab ich ganz klar gewonnen sogar, ey. Ey. Ja, ich bin durch. Ey. Lol. Er ist eiskalt durchgekommen. Los, hol ihn dir, Teig. Nein, 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 nein,
Ja, Sportkills, okay. Aber zähl nicht. Ja. Das war nicht mal Sportkills, Alter. Hä, wo ist denn dein Dings? Nein! Hast du dich gerade eingeschissen oder was? Ey? Nein, dreimal. Tschüss. Ah. Ich hab mich gefragt, wo liegen hier die Annäherungspunkte, Alter. Ich hab den Punkt angeschüttet, Hölle, Brudi. Wie, Marvin hat den schon? Ja. Oh, nein, nein, nein. Alle, nein. Hallo, ich hab gar keine. Nein, ich hab gar nichts mehr hier, ne? An Reifen oder so. Kannst du mal bitte wegäugern, den Typen? Hä? Hä? Äumel du doch weg! Nein, warum? Warum? Los, Das ist in der Punkt so kacke. Ich hab eh keine Reifen mehr. Ist mir. Oh, geil, reines Loch. Da hat er reagiert, Digga. Da hat er reagiert, der kleine Hilfe. Sneaky. Oh, Hilfe. Ja, ich helfe dir. Oh, danke, hier, thank you. Kannst du mir auch helfen? Hallo? Ja, ich komme gleich. Ey, warum? Okay, ich respawne. Also, ich weiß nicht, ob das alleine geht, Leute. Hey, was ist das für ein Spawn? Ja, der ist total komisch. Der Spawn ist merkwürdig. Ach so, weil man rückwärts reinfahren muss. Nein, du musst vorwärts rein, sonst kriegst du keinen Speed oben rauf. Haben wir nur 5, Nummer 8, die Zahl oben in der Mitte, was? Ja. Nein, nicht, nein, warum? Ich glaube, rückwärts war richtig falsch. Ja. Yay! Yeah. Hä? Okay, ein bisschen random, so aber Glauben, okay. Yay, yeah, da war du! Hä, wie ist der denn jetzt noch reingekommen? Ich weiß auch nicht. Oh yeah! Deko oder ich? Oh fuck, was? Ne Deko! Achso, was denn? Keine Ahnung. Hä, was musst du denn hier machen? Mich da reingestellt und Nummer 8 gedrückt, dann bist du reingewickelt. Oh, los, los, bitte. Eigentlich mega, mega einfach. Muss irgendwie aufhalten, ey. Wo ist denn der Lack schon wieder? Hau den Lack mal weg da! Ja, wo ist er? Hier vorne scheinbar! Digga, er gewinnt schon wieder. Nee, der kann nicht schon wieder gewinnen, ey. Er kann nicht schon wieder gewinnen. Warte, wie viele Punkte haben wir denn noch? Okay, wir haben noch 7 Punkte, los! Digga. Digga, Nogi ist richtig am Schwitzen, Alter. Digga, das Ding ist einfach um alles, ey. Ich muss gleich mal die Klima anmachen, ey, wenn es warm wird hier. Los, hol ihn dir! Beeil dich, Deko! Er ist unter der Decke geschützt, ich kann nicht. Holz ihn weg, mach irgendwas! Nogi! Ja? Wo bist du? Ich bin hier. Ey, das kann ehrlich nicht wahr sein, ne? Am Ende! Nein! Gewinnt! Nogi! Nein! Ja! Digga, was? Das ist unfassbar, Alter. Ey, wo bin ich denn lang gefahren? Ich bin falsch gefahren, ey. Geil, Leute, Alter. Ich hätte hier fallen müssen. Digga, wo bin ich denn gefahren, Mann? Junge! Nogi einfach mit aufhalten lassen, ey. Digga. Richtig gut, ey. Richtig unverschämter Chaco, dafür, dass du ein Gast bist, Alter, musst du aber bestimmt zurückstecken hier, ey. Hey, hab ich doch vorhin am Anfang. Digga, fahr doch nicht ins Ziel, du Lappen. Hä? Hä? Nee, fahr dich nicht rein, nicht rein. Ich höre es hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Ach so. Ey! Hä? Marvin, nicht reinfahren. Warte noch. Wieso? Warte doch noch 18 Sekunden. Digga. Klacko, Alter. Ja, muss ich sagen, das war doch eine geniale Runde. GTA. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen aus Dekos und Nugis Vergangenheit gehört und wir haben ein paar Tipps gegeben, wie man mit solchen Sachen umgeht. Man kennt ihn. Daumen nach oben ballern, Beschreibung abchecken, bis dann reingehauen. Ciao, ciao. Lasst euch nicht erwischen. Ciao, ciao. Lasst euch nicht erwischen. Bester Ratschlag. Wir zocken heute einen Polizeiparcours. Gemeinsam mit Nugi und Deko. Ein wunderschön. Herzlich willkommen, Malilo! Muchachos, dem Nüsschen, ihm seid gecrawled und herzlichen guten Hallo, guten Appetit, guten Morgen, gute Nacht, guten Rauch, guten Schiss und gute Besserung. Hast du gesagt, Polizei? Der Gummilachs ist abgehakt. Polizei, jetzt kommt jetzt los. Hi, Nogi! Ah! Also, unsere ganze Polizeigeschichte kennt ihr ja schon. Wir haben eine weiße Weste. Ah, ey, du Ficker. Aber ich habe keine weiße Weste. Aber die Polizei, okay, dann kannst du gleich nochmal berichten. Aber die kennen wir wahrscheinlich auch schon, die Story. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich habe ich die schon 3-4 Mal erzählt. Nugi, hast du vielleicht schon mal Kontakt mit der Police gehabt? Ja. Willst du uns verraten, weshalb? Ja, ich bin mit meinem Motorrad damals gefahren. Digga, aber das sind so coole Sachen, Alter. Ach so, ja, keine Ahnung. Dann hab ich einen High Wheelie gemacht und dann hab ich dabei einen Salto gemacht und dann bin ich bei den Polizisten aufs Dach gestoßen. Nein.
Ich hatte keine Papiere mit dabei. Hallo. Und dann haben die mich eingesackt und haben gesagt, ja, wir fahren zu dir nach Hause. Ah! Und dann musste ich denen zu Hause meine Papiere zeigen. Total dumm. Ja, warum? Ja, weil ich die nicht mit dabei hatte. Ich habe die in meiner Sporttasche gehabt, aber ich habe sie immer in der Schublade gehabt. Und die wollten die unbedingt okay. sehen. Und haben die gesagt, ja, dann lassen sie das Motorrad hier stehen und wir fahren zu ihnen nach Hause. Ich so, okay, was ist das für gut. eine langweilige Story? Ey! Die wollten einfach nur deine Papiere sehen. Ja. Ja. Weg mit dir, du Lappen. Warum? Luki, erzähl mal nicht immer diese coolen Stories. Hallo. Ja, ich war einmal in der Stadt, bin ich rumgelaufen, dann habe ich mir bei Mc's einen Burger geholt und dann wurde ich abends eiskalt von der Polizei gefragt, ob ich mal meinen Personalausweis zeigen könnte. Digga, was ist das für eine Story, Alter? Oh, nein, was mache ich da, Bruder? Also ich muss sagen, da ist meine Polizei-Story cooler. Ja, ist ein Kaugummi-Automaten hochgesprengt, oder? Ich habe mit 12 Pokémon gelbe Version bei Penny geklaut. Alter, was? Das kenne ich noch nicht. Junge, Alter. Oh, das ist schon heftig. Alter. Das ist ein bisschen ein Sneaky-Ding, das weiß keiner. Ich habe die sogar zweimal geklaut. Einmal habe ich sie für mich geklaut und das funktioniert. Dann mein Kumpel, wir waren auf dem Schützenverein, Zeltlager, Lachs. Ist verjährt. Und ja, ich war 12, Digga, schon 20 Jahre her. Und ich hab's abgezogen bei Penny und hab dann da die ganze Zeit auf meinem Gameboy auf dem Schützenverein-Zeltlager Pokémon gezockt. Mein Kumpel war mies neidisch, hab ich gesagt, Digga, hab ich geklaut, Alter, mach doch einfach auch. Also, nein, doch glaub ich nicht. Und dann wollte ich ihm das bei Penny auch noch besorgen. Besorgen aber auch, finde ich gut. Und wir hatten einen richtig guten Plan. Er ist nämlich draußen vor der Eingangstür stehen geblieben. Mit 12 einen Plan gehabt, das will ich jetzt aber nur wirklich mal ganz genau hören. Er ist draußen vor der Eingangstür stehen geblieben. Ja. Vor der elektrischen Schiebetür. Okay, warte mal ganz kurz, bevor du weiter erzählst. Du erzählst jetzt so, wie es passiert ist und ich sage dir, was ihr hättet besser machen können, ja? Okay, los. Mr. Einbruchsexperte, okay. Ah, ja. Oh, fuck. Oh. So, also, er ist draußen stehen geblieben, ich bin rein. Hab mir das Pokémon-Dings gekrallt, hab die Packung aufgemacht, das Spiel rausgenommen, in meine Hose gesteckt. Also in eine Hosentasche, nicht irgendwie ja. irgendwo anders hin, wo auch immer. Und bin dann einfach zur Eingangstür zurück, mein Kumpel hat die Tür aufgemacht und ich bin raus, weil normalerweise geht das da so nicht auf. Und auf dem Parkplatz waren wir schon, ich hab gerade das Ding rausgeholt. Auf einmal kommt hinter uns die Kassiererin hinterher. Oh, echt? Oh. Okay. Oh, ja, naja, ja, ich hatte nicht die Eier weggelaufen und Du bist stehen geblieben? Okay, ja, gut. LOL. Und war, richtiger Lappen. War gefickt, ja. Okay, also. Aber meine Mutter war nicht. Also, es gab keinen. Ich hatte mit mehr Ärger gerechnet, muss ich sagen. Deine Mutter hat meine Mutter wurde angerufen. Meine Mutter musste da hinkommen, da. Lass dich doch nicht erwischen bei sowas! Es war nicht ganz. Ja, natürlich. Ne, sie hat nicht gesagt, mach das besser, sondern. Also, lass das sein, besser. Aber. Ich hatte mit mehr Ärger gerechnet, muss ich sagen. Okay, das war nicht so also, wie ich befürchtet habe. Erst einmal Szenario 1. Was du hättest besser machen können in dem, was du da gemacht hast. Wegrennen. Bam, fertig. Okay, und jetzt kommt mein Plan aber. Okay. Hättet ihr, du und dein Kollege, du hättest einfach gesagt, okay, Boy, wie hieß er? Ich nenne ihn jetzt einfach mal Fabian. Fabian? Du, hieß Patrick. Du musst da jetzt hingehen. Und du scheißt vor dem Spiegel, wo der Detektiv immer drin hockt, scheißt er auf den Boden. Dann scheißt er auf den Boden, alle sind richtig random unterwegs, so, warum scheißt so ein 12-Jähriger einfach auf den Boden, was ist los? Dann scheißt er auf den Boden, der Detektiv kommt raus, die Kassierer gucken da alle hin, du snackst die Pokémon Gelbe Edition in dem Moment. Ja. Der Typ sagt, ich habe Durchfall gehabt in der Hose. Alle sind so, oh, es tut mir voll leid, so, kann ich dir irgendwie helfen? Und du marschierst einfach easy weasy mit der gelbenen Pokémon-Edition raus und alle sind glücklich. Okay, und das Ding ist sogar, also was mir an deinem Plan gefällt, ist, dass er sich nicht in die Hose scheißen muss und deswegen trotzdem noch eine saubere Hose hat. Perfekt, oder? Ich würde sagen, gefällt mir an deinem Plan. Digga, wie Nuki schon wieder nach vorne tryhardet, der kleine Sack. Ja, so ein Ablenkungsmanöver hat nicht schlecht gefallen. Also wir dachten halt, dass der Plan so mit, weil normalerweise geht diese Hintertür ja nicht auf. Wenn du raus willst. Ja, ja. Dass das eine schlaue Idee ist und dass da keiner drauf achtet. Aber dem war nicht so, offensichtlich. Nee, zum Clown hatte ich immer viel zu viel Schiss, ey. Das habe ich nie gemacht. Besser ist das. Besser ist das, ja.
Wobei, ich finde, das geht noch. Also ich muss jetzt sagen, es tut mir auch jetzt um Penny würde es mir nicht... Oder es tut mir auch nicht um die eine Version, die ich tatsächlich erfolgreich boah, kommt ja schon. Eingesteckt habe. Tut es mir nicht leid. Oh. Aber man aber macht schon viel Scheiße als Kind. Irgendwie einer Oma oder irgendwem Knatze klauen. Das wäre okay. Das ja. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal auf den aber Fall ja, zurück. Also man hat mit in dem Alter schon... Euer Kind hat es geklaut. Auch Kacke gemacht. Sagen wir mal, irgendwas für 20 Euro. Nichts ja. Krasses, 20 Euro, ihr seid Elternteil. Wie geht ihr damit um, als Elternteil? Was sagt ihr? Hausarrest. Ich sag jetzt, in den Keller. Ich bin jetzt der kleine Patrick von Nugi. Papa, ich hab was geklaut, das wollte ich gar nicht. Okay, Nugi, dein Part jetzt. Ja, geh zurück. Also geh in den Laden rein, entschuldige dich, gib die Ware wieder zurück, wenn er das immer noch hat. Und dann Hausarrest, ne? Ich hab's nicht mehr! Ich hab's verkauft! Ja, der muss sie trotzdem laden. Gib mir dein Geld! Gib mir dein Taschengeld! Was für 20 Euro! Aber das zum Beispiel würde ich nicht machen. Was? Weil damit würdest du ja dein Kind in Gefahr bringen, dass sie da eine Anzeige erstatten. Und das einen Eintrag in seiner Polizeiakte hat. Unter 14, nicht strafmündig, oder unter 13? Ja, okay, war das? Wir haben kein Alter erwähnt. Okay. Ah, okay, ja gut. Ja, weiß nicht, dann also ist natürlich Konsequenzen auch muss es aber schon geben, ne? Natürlich also von Eltern, ja. Aber kannst ja von den Eltern so geben und nicht mit der Polizei. Ja, okay. Das sind ja schon mal noch ein bisschen krasse, können zumindest krassere Auswirkungen sein. Ja, gerade wenn man später mal Polizist werden möchte, wenn man dann keine weiße Weste hat, dann ist man am Arsch, sag ich euch, am Arsch. Denn ich kenne auch jemanden, der mal Polizist werden wollte und der hatte irgendwann mal bei Rossmann Kaugummis geklaut. Ehrlich, weil er bei Rossmann Kaugummis geklaut hat. Ja, den kennst du auch sehr gut. Den kennst du auch sehr gut. Ja? Ja. Wie geht das denn hier? Okay. Also ich bin's nicht, ne? Aber. Also, den kennst du schon sehr gut. Oh, warte mal, Nugi ist gleich beim Ziel. Das ist wirklich das Ziel, Leute. Der kleine Schlawiner. Digga, während wir hier irgendwelche Kaugummi-Automaten-Stories erzählen. Achso, ich habe aber eine illegale Sache gemacht. Muchachos, es gab mal eine Zeit, ihr seid alle zu jung, außer die ganzen alten Säcke, die unser Alter haben. Da gibt's auch sehr, sehr viele unter euch. Erinnert euch an die Zeit zurück, als es noch richtig viele Kaugummi-Automaten an jeder Ecke gab. Ja. Wo es 50 Pfennig gekostet hat. Pfennig, ja, wir reden von der deutschen Mark. Die deutsche Mark! Wo es 50 Pfennig gekostet hat, sich da was zu ziehen. Damals in der Grundschule gab's einen Trick. Ein Pfennig oder zwei Pfennig mit Alufolie ummachen, da hatte es genau die Größe wie ein 50-Pfennig-Stück und dann konntet ihr eiskalt, hab ich getestet, hat funktioniert, ihr eiskalt mit ein oder zwei Pfennig oder was das war, oder war es ein Groschen? Ne, 5 Groschen hieß das ja, glaube ich, noch, ne? Groschen, Digga, Groschen, ey, bester Name. Konntet ihr eiskalt, das ist ein richtiger Oma-Wort. Ein 50-Pfennig Kaugummi-Automaten plündern. Warum das hast du mir das damals nicht schon aber erzählt? Woher wusstest du das? Also, ja. Ich wusste das nicht. Das wurde in der Schule, in der Klasse, war das einfach Thema so, ne? Ich war scheinbar auf einer richtig krassen Schule, ey. Digga, richtig viel kriminelle Energie, Alter. Digga, das Nugi hier ist gerade nach vorne try, hatte der kleine Lappo, ne? Ja. Und am Ende gewinnt man. Nein! Was? Weg mit den Lappen, ey! LOL, hier ist wirklich das Ziel! Ich werde jetzt weiter. Ich kann nicht mehr. Nein! Wo seid ihr? Digga, wie sein Chaco, Alter. Geh doch aus dem Weg. Nein, was? Hat er? Rotel. Ja, natürlich ich? Hab ich sie. Achso. Nein. Ich rutsche. Ja. Daddy rutscht. Digga, ey, am Ende immer Nugi erster, ne? Immer. Digga, er schleicht sich einfach so sneaky nach vorne. Er ist die ganze Zeit da, man war so auf ihn und so. Und dann, ey, er ist nicht schon wieder, du bist ein Ficker, Alter. Aber das Ding ist, ich hab nicht mal gewartet. Hat gewonnen! Ganz am Anfang habe ich gewartet, beim ersten Punkt. Habe ich auch nicht beide gewartet. Eiskalt, Alter. Nugi zieht uns hier ab. Alter, was ist los? Müssen wir wieder Moorhead fahren. Nein. Nugi, hast du irgendwas anderes Illegales gemacht, außer dein Personalausweis nicht dabei haben? Ja, ich habe. Das ist nicht mal illegal, man muss dein Perso nicht dabei haben. Ja, ich habe damals mal versucht, mit einem Kumpel in so einem Okro-Markt, so einen kleinen. Was für ein Markt? Ja, so ein kleiner Tante-Emma-Laden. Weißt du? Da hab ich mal versucht, so ein Ei zu klauen. Wir wollten so ein Ei holen und wollten das auf Bartschienen schmeißen. Ein Ei, weil du wollt ihr ein Huhn züchten oder was? Nein, wir wollten ganz normal so ein ganz normales rohes Ei wollten wir mitnehmen, so jeder eins, und dann wollten wir es einfach auf die Bartschienen schmeißen. Ich weiß nicht warum, aber damals ist man halt klein gewesen und hatte irgendwelche dummen Ideen. Ja. Und dann ciao, Dino! Ja, dann haben wir das mitgenommen, also jeder hat ein Ei genommen.
Ja, der ganze Laden war leer und dann haben wir es mitgenommen, das Ei, haben es in die Jackentasche gemacht und wollten rausgehen. Und dann hat der Typ uns nachher an der Tür abgefangen und meinte so, was habt ihr da? Wir so, nichts. Und dann im nächsten Augenblick haben wir dann das Ei rausgeholt und haben gefragt, wollten dann so, haben gesagt so, ja, hey, wir wollten nachfragen, was das Ei kostet. Und er dann so, gibt das Ei her und raus. Digga. Ja. Wir stehen hier vor der Tür, weil wir nachfragen wollten, wie das Ei kostet. Ja. Schießt du von Ausgang. Ich dachte, ihr draußen. Okay, Muchachos, habt ihr irgendwelche Stories, die ihr uns erzählen wollt und mit den anderen Zuschauern teilen wollt, dann schießt los. Ganz tief drinnen.